Und somit herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Videospiel, was ich spielen werde. Ja, was ist Videospiel? Handyspiel, ihr seht es schon selbst. Ich habe es ja jetzt angekündigt gehabt, ich wollte mal ein neues Mobile Game jetzt tryen. Und da ich den ersten Teil letztens mir reingepfiffen habe, nach all den Jahren und jetzt als, ja, Jugendlicher sagen kann, boah, ist das echt ein wahnsinnig guter Film an sich. Und ich total geflasht war, habe ich mir gedacht, wartet mal, da gibt es auch ein Lydia-Game von. Wieso spiele ich nicht das einfach? Weil ich mich erstens jetzt ein bisschen doch mehr damit auch eigentlich auseinandersetzen möchte, weil ich diese Welt da ganz toll finde. Der erste Teil hat mich übelst umgehauen. Teil 2 und Teil 3, von denen, also 3 habe ich nie gesehen, 2 ist ewig her. Sprich, das Spiel spoilert mich jetzt eh schon so ein bisschen mit den ganzen Designs und so. Also, die werde ich noch nachholen, keine Angst. Aber ich wollte das Spiel jetzt halt einfach doch noch bringen, weil ich mir gedacht habe, also beziehungsweise wir probieren jetzt mal, wie weit es geht. Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit ich es, sage ich jetzt mal, schaffe letztendlich, ohne sagen zu müssen, ja, zeitlich packe ich nicht, was weiß ich, wir werden es aber mal gucken. Und ja, habe ich mir eben gedacht, ein Handygame ist da leichter als jetzt, sage ich jetzt mal, ein PC-Spiel weiteres. Und dann ist es auch noch von Lydia, das heißt, wir kennen uns eh mit den Leuten aus. Schauen wir doch mal, wie weit wir kommen. Finde ich auf jeden Fall so besser, als wenn ich jetzt das Game noch neu anfange, vor allem weil ich mich mit der Welt weiter eigentlich auseinandersetzen möchte. Es gibt da eh wahnsinnig viel und das will ich ja jetzt natürlich nicht, Dings. Okay, ich habe jetzt den Bug, dass ich keinen Sound habe. Das hatte ich schon mal. Ich hoffe, das fixt sich jetzt über die Zeit. Weil das war letztes Mal auch so. Witzigerweise. Ich werde das Spiel jetzt einfach nochmal neu starten und gucken, ob es das irgendwie, ob das was bringt. So, schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Ich habe gesagt, schon mal ja, weil ich habe es natürlich schon mal angetestet, ob es technisch funktioniert. Und da hatte ich auch diesen Fehler. Und ich habe dann einfach nur ein bisschen durchklicken mich müssen das Tutorial und dann ging's. Also ich hoffe, das ist heute der gleiche Fall. Wir werden es gleich sehen. Also ich werde mich einfach mal durchklicken, hoffentlich geht dann der Ton. Ja, Sound ist echt das Wichtigste bei dem. Ich muss sagen, der Film, also neben dem grandios guten 3D. Ich habe nämlich in 3D geschaut. Ja gut, wir müssen uns jetzt aber mal durchklicken. Das Tutorial hat natürlich der Film auch wahnsinnig guten Sound und Musik. Also holy shit. Ich habe es auf Englisch gesehen und ja, ich war überlegen, ob ich das Spiel auf Englisch stelle, aber habe mir dann gedacht, nicht, dass ich dann vielleicht auch eine Sache nicht verstehe, beziehungsweise ihr wollt wahrscheinlich auch eher, dass ich aufs Deutsch spiele. Also die Namen jetzt von diesen Drachen aus dem ersten Teil kenne ich jetzt eigentlich nur auf Englisch, deswegen, aber ich kann es mir, glaube ich, schon gut übersetzen. Gut, das ist ja jetzt hier Hiccup oder wie heißt er im Deutsch? Hicks, glaube ich, heißt er. Ja, Spurg, ne? Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, ihr könnt das alles selber lesen. Ich werde es aber eigentlich so langsam durchklicken, dass ihr es safe das lesen könnt. Toothless, ja, gut, ohne Zahn auf Deutsch. Den Namen wusste ich schon noch, so ist nicht, ja. Dass gerade kein Sound ist, wie gesagt, hatte ich letztes Mal auch. Vielleicht ist es beim Tutorial einfach ein Fehler, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt natürlich mit den ganzen Mechanics mich hier ein bisschen reinlesen. Ich habe wirklich keinen Plan von dem Game, bin ich komplett ehrlich. Also, wird was. Also, das Spiel ist ja zwischen Bilder und The Game, glaube ich, entstanden. Oder nach The Game. Weil ich finde, grafisch, glaube ich, hat The Game noch ein bisschen mehr zu bieten. Obwohl es nicht total, es sieht jetzt nicht wie Bilder aus. Sie haben sich, da hat sich Lydia schon improved. Naja, das ist hier, er ist schon einzigartig. Ja, Night Fury, Nachtschatten heißt es auf Deutsch. Den können wir füttern mit Fisch. Fisch ist also quasi die Ressource. Und wir sollen einen riesenhaften Albtraum. Okay, das ist dieser Drache, der sich selber anzünden kann, ne? Der heißt ja auf Englisch Monstrous Nightmare. Ja. Ähnlicher Name. Finde ich vielleicht sogar auf Englisch ein bisschen cooler, der Name. Aber ja, ist ein cooler Drache. So, schauen wir mal. Wir können jetzt immer mit ihm suchen oder ist das. Also, es dauert immer eine Zeit. Da sieht man, was er kann auf Maximallevel. Klasse Funken, okay. Ah, okay. Das. Oha, wisst ihr, an was mich das erinnert? An Jurassic Park Builder. Und zwar in der Eiswelt oder Aquawelt. Da musste man ja auch immer diese Bergungsteams losschicken, ne? Hat man 1 bis 3 Sachen gefunden. Es wirkt so, als käme das hier nach, kam das hier nach Builder raus. Und haben sie das gleiche System mit diesem, ja, mit diesem Zeug. Ja, okay. Ausbrüten auf alle Fälle. So. Da brütet man immer aus, anscheinend, in dieser Höhle. Machen wir schneller jetzt. Sollen wir alles, sagt das Tutorial, sollen wir uns einfach durchklicken jetzt. Wie gesagt, wegen Sound, ich werde gleich gucken, dass ich das hinkriege. Ab dem Moment jetzt hier hatte ich eigentlich Ton beim letzten Mal. Ich schau mal, ob ich das jetzt hinkriege. Jetzt habe ich Ton. Ja, das ist, keine Ahnung, irgendein Fehler vom Spiel, dass ich bis zu dem Moment keinen Sound habe. Aber ich konnte es ja jetzt fixen. Ich glaube, ich. So ein bisschen lauter. Ist auf jeden Fall so ein kleiner Remix auf jeden Fall vom Haupttheme. Ganz witzig. Da habe ich mir natürlich sofort durchgelesen, weil was Themes angeht, ey, da bin ich sofort am Start. Also das finde ich immer ganz toll, wenn ein Film da ein eigenes gutes Theme hat. Ach, der ist ja gar nicht rot. Im Film ist er doch rot. Seltenheit häufig. Okay.
Ah, okay, dann können wir jetzt auch so platzieren wie in The Gay. Okay, wir müssen einfach annehmen. Da ist der Kollege und dann können wir ihn auch. Okay, wir brauchen auf Level 4, damit er was? Fisch? Wir sollen jetzt auf Level 4 wahrscheinlich bringen. Und dann, was kann er dann für uns tun? Fischen oder was? Was jetzt? Hä? Ich hab's gerade nicht gecheckt. Ach so, Drachentraining. Auf Level 3 braucht er Drachentraining. Okay, was macht das? Muss uns beschleunigen, okay. Neue Fähigkeit. Dank des Trainings weiß der Drache, wie man fischt. Okay, das heißt, man bringt ihn auf gewissen Level, muss dann eine Zeit lang wieder warten und dann hat er eine Fähigkeit freigeschalten. Okay. Mich würde interessieren, wann hat es hier. Hat das Spiel irgendwie von der Lore her einen Zeitpunkt quasi, wann das spielt? Oder ist es wie bei The Game einfach willkürlich in die Welt geballert und hat eigentlich keine Referenz zu der ganzen Story? Ja. Wahrscheinlich ist es einfach willkürlich eingesetzt, aber nimmt die Charaktere natürlich und vor allem die Drachen aus den Filmen oder generell aus der ganzen Geschichte. Ist ja eigentlich ein Buch gewesen früher. Okay, im Fischbecken können wir Fische lagern und das wird wahrscheinlich auch immer größer. Ja, okay, wird immer mehr irgendwann. Ah, der Vater. Ja. Fuck, wie heißt der Vater nochmal? Ja, ich weiß den Namen schon wieder nicht mehr. Stoik, glaube ich, oder so. Aber er ist auf jeden Fall. Ich finde, der Vater ist ein cooler Dude. Hicks. Ja, er ist Hicks, gut. Okay, gibt es schon wieder irgendwelche Probleme? Die Meadehalle. Okay, das Herz. Ah, okay. Das sind die Wikingerhäuser letztendlich. Und die kosten Holz. Okay, dann wissen wir schon mal, wo die für was die Ressource benötigt wird. Wir sollen das jetzt einfach willkürlich platzieren, okay. Okay, und die Halle ist jetzt unser Hauptlevel, oder wie? Weil ich sehe jetzt hier kein Level, so wie in The Game. Aber ich nehme mal an. Okay, wir können die jetzt aufwerten für mehr Wikinger. Und ich musste gerade einen Drachen auf Level 4 haben, jetzt drei Drachen auf Level 6, damit ich sie noch ein Level höher hauen kann. Okay. Ich verstehe so langsam die Mechanics. Okay, es gibt aber auch schon Packs. Also kann es gut sein, dass das Game vor The Game rausgekommen ist. Ich bin mir aber nicht gerade nicht ganz sicher. Also das Spiel vor Jurassic World The Game. So. So, damit man es klar versteht. Weil es hat schon die Packs, aber noch dieses gleiche System wie Park Builder, wie du quasi Kreaturen bekommst. Hier ist das Pack. Wie gesagt, nicht wundern wegen dieser ganzen Zahlen. Ich spiele das natürlich jetzt hier am gleichen Emulator mit gleichen gerooteten Settings. Ich will das Spiel aber eigentlich Legit durchspielen, wie ich schon mal gesagt habe in dem The Game Video. Ich werde es auf jeden Fall mit Facebook verbinden und möchte eigentlich fürs VIP gehen, aber ja, ich weiß nicht, gibt es VIP in dem Spiel? Ich hätte es eigentlich schon gedacht. Wir werden es auf jeden Fall kurz mit Facebook verbinden. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe jetzt gedrückt, erst Brawly Peters fortfahren. Glückwunsch, du kannst dich jetzt an jedem beliebigen Gerät mit deinem Facebook-Profil einloggen und dein Spiel fortsetzen. Sehr schön, und ich habe jetzt diese 200 Münzen da bekommen. Mit denen beschleunigt man wahrscheinlich Sachen und da gibt es noch die Odins Markt, haben wir wahrscheinlich noch nicht freigespielt, oder? Nee. Okay, da muss ich erstmal Toothless, ohne Zahn, so heißt er, auf Level 8 spielen. Ah, man kriegt jeden Tag etwas, das ist schön. Also ich habe gelesen, das Spiel an sich required mindestens genauso viel Spielzeit wie das Game, um da viel frei, bis du viel hast. Aber, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es nicht so krass, wie sagt man. Pay to get, also du musst schon payen eigentlich irgendwo, aber du kannst auch vieles gratis bekommen, wenn du Geduld hast. Also es ist großzügiger, habe ich gehört, als The Game. Also Lydia ist da noch ein bisschen schlimmer geworden, aber es ist natürlich trotzdem nicht gerade das Beste, also krasseste, was das angeht. Ah, fuck, wie heißt er? Oh, ich weiß die ganzen Namen nicht mehr, es ist echt schlimm. Irgendwie mit was mit G, glaube ich. Naja. Auf jeden Fall ein guter Kollege, ja, ne? Ein Kronkel. Kronko, sind das diese Schweineähnlichen oder ich weiß nicht, ihr wisst schon, diese ganz komischen Libellenflügel-Drachen, ja, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Also, Missionen heißen erstmal einmal Toothless auf Level 5. Ich glaube, da haben wir eh noch genügend Fisch. Zack. Nochmal Level 5. Und jetzt können wir nach. Okay, ist der dann wirklich kein eigener Drache und dafür zuständig, dass wir Drachen finden? Oder ist es einfach seine, sag ich mal, Fähigkeit? 2 Minuten dauert das Ganze, dann würde ich doch sagen, lassen wir. Was kriegen wir denn noch? Möglich belohnen nur der Kronkel. Und wenn wir 4 Dinger einsetzen, kriegen wir 3 Taschen. Wisst ihr was? Wir machen das mal.
Ich möchte mal gucken, was man da bekommen kann extra, ob sich das überhaupt lohnt, vier solcher Dublonen oder was das sind. Und wir sollen suchen. Okay, haben wir jetzt schon Dinge bekommen. So, das ist Astrid. Oder Astrid heißt, sagt er immer. Die sieht aber so aus wie im dritten Teil, glaube ich, kann das sein. Also schon älter, weil ich, wie gesagt, ich bin noch die ganzen jungen Varianten gewohnt vom ersten Teil. Also, ich kenne die Kollegen natürlich schon, aber ich bin das natürlich überhaupt nicht gewohnt. Aber wartet mal, ich kann das gratis beschleunigen, weil das nur unter 2 Minuten dauert. So, was bekomme ich da jetzt? Das Ei habe ich garantiert bekommen. 2 kriege ich zurück und 100 Fisch. Das heißt, du machst immer 2 Minus, wenn ich das jetzt richtig annehmen darf. Aber wenn ich für 2 gehe, kriege ich dann immer 0 oder ist es Glück, ob im zweiten Slot diese Dublone ist? Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt immer für 2, weil ich 2 immer pay, ob ich da eigentlich quasi keinen Verlust mache, sondern nur einen extra. Ja, eigentlich gibt es keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Vergesst es. Ist wahrscheinlich Glück, ob ich dann quasi wieder 2 Dublonen zurückkriege oder mehr Fisch dafür. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt worth sein wird, die ganze Zeit mehr Dublonen zu investieren. Da könnt ihr mir ja gerne eure Erfahrungen schreiben. Wir können jetzt wieder gratis beschleunigen, das ist ganz schön. Jetzt haben wir auch so einen Kronko. Sieht natürlich als kleines Viech niedlich aus, aber ist jetzt nicht gerade der schönste Drache. Der Platz bei uns geht echt aus, hey. Er geht schon auch, ja, wir haben einfach kaum Platz. Aber ich denke mal, uns wird jetzt gleich gesagt, dass wir mal Bäume wegmachen sollen. Bäume fällen sollen. Ich nehme mal an, man kann die jetzt einfach suchen. Ich suche jetzt einfach nochmal so einen Albtraum. Gratis. Also ich nehme mal an, du musst ihn immer suchen lassen. Immer suchen, immer fliegen lassen. Um die ganze Zeit Ding zu... wartet mal. Ich dachte gerade, ich kann da oben nicht anklicken. Klicken. Guti, das ist doch die Älteste, ne? Die kann doch nicht reden, so wie im Film. Auch nicht schlecht. Gut, was will sie uns denn jetzt sagen? Wir sollen Bäume fällen. Okay, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Wir sollen jetzt mal Bäume wegmachen. Hier mittig, die stören mich sehr. Es kostet 5 Fisch. Okay, naja. 3, 4. Machen wir den ja auch noch weg. 5, 6, 7. Du brauchst was? Hä? Was brauche ich denn? Du brauchst, was steht da? Hä? Ich brauche... Wartet mal, ich kann das da hinten nicht wegmachen, weil das zu weit weg ist von dem Haus. Oder wie ist es? Oder ist es einfach ein größerer Baum? Ist ein Gestrüpp? Die Bäume unterscheiden sich doch. Ich dachte, der sieht einfach nur anders aus. Setzling, oder? Hä? Ja, doch. Gestrüpp, da brauche ich... Ich brauche 5 Schaufeln. Ist damit gemeint 5 Wikinger oder wie? Oh Gott. Naja, auf alle Fälle können wir den Baum da hinten nicht wegmachen. Mach ich einfach mal den noch schnell weg. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die 8 Bäume. Der ist im deutschen Grobian. Okay. Auch irgendwas mit G, aber heißt er, glaube ich, auch im Englischen. Gut. Dann haben wir das gemacht. Der Vater will irgendwas. Drei Wikinger-Schuppen, okay. Das ist ein Plan. Oh, fuck, Ding ist zurück. Aber wenn es so schnell immer geht, das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Warte mal, wenn ich ihn fütter, was wird denn dann besser überhaupt? Kann ich dann bessere Belohnungen kriegen, ne? So war das. Kann ich das jetzt eigentlich endless machen? Kann ich jetzt die ganze Zeit 50 Holz bekommen oder wie? Oder verstehe ich das falsch? Kann ich mir jetzt endlos viel Holz farmen, oder wie? Ich verstehe die Mechanik von hier ohne Zahn noch nicht so ganz. Ich mache jetzt nochmal das mit für 2. Okay, weil es nur eine Minute dauert, kann ich ihn auch... Das kann ich gratis schneller machen, aber kann ich jetzt... Okay, jetzt habe ich nur eine bekommen. Kann ich die ganze Zeit jetzt ihn suchen lassen, oder wie? Mögliche Belohnung. Ja gut, bis ich halt das Drachenei kriege, oder wie? Das heißt, man kann doch sehr viel einfach die ganze Zeit am Handy machen, wenn ihr versteht, was ich meine, ohne immer viel warten zu müssen, oder wie? Das kann ich ja permanent jetzt machen. Keine Ahnung. Ja, gut, wir schauen kurz, was der Vater möchte. Ach so, es war mit dem Wikinger-Zeug. Was will er? Den kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Meltau. Wir sollen ihn hier fischen lassen.
Ah, er braucht dafür. Ah, den können wir auch die ganze Zeit natürlich Dinger holen lassen, Fische holen lassen. Ah, okay, ich verstehe. Was heißt das da rufen? Hä? Ah, dann kann ich aber direkt zurückholen. Verstehe. Ja, okay, okay. Ich komme langsam rein hier so, aber bei allein zwei Drachen schon so viel. Beziehungsweise wir haben ja drei. So viel zu tun. Holy shit. Wir brauchen mehr Häuser, ja. Bin ja gespannt, wann wir zum ersten Punkt kommen, wo wir quasi sehr lange warten müssen. Wo das Spiel quasi uns sagt, yo, geht leider noch nicht. Können wir auch schon wieder gratis beschleunigen, okay. Holzlager Level 2. Wir können das jetzt aufleveln, okay. Je nachdem, wie viele Wikingerhäuser wir haben. Schuppen heißen sie, gut. So. Holzlager auf Level 2 aufwerten. Okay, das ist jetzt. Er will uns jetzt zeigen, dass wir hier natürlich somit. Es kostet Fisch. Okay. Dass wir mehr Kapazität jetzt haben können. Aber wie ist es? Sammeln die auch im Hintergrund für mich das Holz? Weil. Immer aktiv alles holen ist doch auch nervig, oder nicht? Ja, schwierige Person. Klar. Er ist auch schon wieder zurück. Es ist wirklich. Aber es ist. Die Chance, dass wir das Ei kriegen, ist echt nicht hoch. Aber ich verstehe schon ungefähr, was das Spiel hinaus möchte. Habe ich jetzt nicht suchen geklickt? Gratis, komm. So, was will er? Auf Level 2. Aber das braucht eh seine Zeit. Dann gucken wir mal, was Astrid von uns möchte. Fischbein. Ah, und er kann Holz holen. Ah, da muss aber Level 4 werden. Das heißt, den Kollegen müssen wir hochleveln. Und dann muss er Training machen. Okay. Das kostet Holz. Aber wir können das gratis schon wieder beschleunigen. Ich nehme mal an, irgendwann kommt der Punkt, wo wir das alles nicht mehr gratis beschleunigen können. Und dann muss man halt immer dann, wenn man Viecher quasi aufleveln lässt, abwarten. Was ist eigentlich der Hangar? Hangar. Ah, sieht man die Drachen einfach nochmal so, oder wie? Wie freilassen. Ah, das ist so ein bisschen wie. Jetzt verstehe ich's. Der Hangar ist dafür da, wenn man keinen Platz mehr auf der Insel hat, so wie in Jurassic World the Game. Ding da. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Dann lassen wir den wieder Fisch holen und den Holz holen. Ja. Ist das jetzt fertig? Nee, das braucht noch. Was möchte Hicks von uns? Das Viech heißt Sturmpfeil auf Deutsch, okay. Okay. Astrids Haus müssen wir bauen, okay. Wir brauchen fünf Wikinger dafür, okay. Das heißt, wir können Häuser bauen für weitere Reiter. Und wir brauchen die Meadehalle jetzt auf Level 3, damit wir weitere Wikingerbeute bauen können. Okidoki. Und die sind dann so mehrere Reiter wahrscheinlich. Okay, ich verstehe. Okidoki, okidoki. Wie kriegen wir die Halle höher? Was brauche ich? Drei Drachen auf Level 6. Ja, das sind wahrscheinlich genau die drei, die wir hier haben, ne? Das heißt, wir brauchen Fisch, Fisch, Fisch. Gut, Holz sammeln. Sehr, sehr schön. Oh ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ist denn der Anfang bei The Game? Kann man da auch so schnell so viel machen? Weil bei The Game haben sie ja eher die Kämpfe eingeführt zum Freischalten. Und ab einem gewissen Punkt sind ja die Saurier dann immer, ja, eine Zeit lang nicht, ne, spielbar. Und dann, ne, ihr wisst ja selber. Wie ist es dann hier? Oh, ich habe voll vergessen, was für Missionen wir hier eigentlich haben. Ja, der mag ja natürlich diese Viecher, die Krongles. So. Er hat auch wieder eine Mission für uns. Fischbecken aufwerten. Ich habe eben jetzt extra drauf gewartet, weil ich schon gedacht habe, dass das jetzt kommen wird. Ich kann es direkt gratis beschleunigen. Habe ich vorhin natürlich jetzt nicht gemacht beim Ding. Es war ein bisschen blöd, aber ich wollte mir eher die ganzen Missionen jetzt durchlesen, dass ich mal hier einen kleinen Überblick bekomme. Weil ihr seht jetzt ja gerade selber, wir werden hier zugeschmissen mit Missionen, basically. Oh, schreckliche Schrecken. Was waren das für Viecher?
Oder war schreckliche Schrecken? Wartet mal ganz kurz. Der schreckliche Schrecken, war das der rote Drache, der sich selber anzündet? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ah, nein, das war der Kleine. Ah, okay. Oh, die ganzen Drachen hier. Die Drachen. Riesenhafter Albtraum, der... Ach, dass der blau ist, verstehe ich nicht. Also klar, die haben verschiedene Farben, keine Frage. Aber man kann ihn aus dem Film eher rot. Wir müssen auf jeden Fall... Ah, fuck. Wir müssen ihn zurückholen, damit wir ihn leveln können. Das ist irgendwo logisch. Wir müssen ihn auf Level 6 hauen, damit wir schreckliche Schrecken suchen können. Zack. Wartet mal. Hier. Bei Level 6 irgendwie eine Erweiterung. Schreckliche Schrecken. Gut. Und das heißt, um ihn einmal... Ah, nee. Jetzt ist es nur noch möglich. Die Belohnung ist jetzt nur noch möglich. Vorhin war sie garantiert. Heißt das jetzt, dass wir auf Glück müssen wir hoffen, dass wir das Ei kriegen? Oh... Und oder für 80 kaufen. Oh, jetzt kommt schon das erste. Oh, das erste Element. Also, da wird sich wahrscheinlich mehr lohnen, immer für die drei jetzt zu gehen. Für die drei, hier Dinge, ne? Oh, es wird jetzt aber immer teurer. Holy shit. Wir gehen mal für die drei. Kannst immer noch gratis beschleunigen. Es ist kein Ei dabei. Oh mein Gott, das ist wie Gambling. Das ist echt schrecklich. Wir machen es nochmal. Wie Gambling, Leute. Ich will den schrecklichen Schrecken. Da haben wir ihn. Aber okay, das ist sehr auf Glück basiert. Sehr auf Glück basiert, die Mechanik, oder? Findet ihr nicht auch? Wir können es immer noch für gratis beschleunigen. Wieso das? Krass, also bisher mussten wir ihn doch nicht einmal warten. Ich meine, die sind eh super klein, die Viecher, aber schaut euch das mal an. Der hat viel zu großen Kopf, Mensch. Ach Gott, was hat denn der für einen großen... Ich wollte schon sagen, was hat denn der für ein großes Gehege, aber... Riesig. Wartet mal, den müssen wir ein bisschen wegschieben jetzt. Der ist ein bisschen im Weg. Bisher können wir sie eh noch nicht verbessern, aber... Oh, Alter, die ganze Mission jetzt. Ja, dafür muss ich erstmal auf Level 5 kommen. Sowas hat Grobian für Probleme. Ah, okay, er will das gleiche, was wir auch quasi... Er will das gleiche wie die Meadehalle. Sowas wollen die zwei? Pütz und Mulch. Keine Ahnung, was die wollen. Ich kenne die auch nicht, um ehrlich zu sein. Gibt es die im zweiten, dritten Teil dann, oder wie? Okay, wir sollen einfach fischen lassen. Okay, jetzt kommen schon so die Missionen quasi, die so ein bisschen zeitaufwendiger sind. Und ach, fuck, nicht füttern lassen. Ich will die Fische holen. Okay, der holt Holz, der andere fischt. Gut. Ja, er würde auch fischen. Dann würde ich sagen, füttern wir ihn mal für Level 4. Hier, trainieren ihn auch, dass er jetzt fischen kann. Ach, er kann beides? Ach so. Er kann zuerst fischen, später erst Holz sammeln. Er kann erst später Holz sammeln. Und er kann auch zuerst fischen. Okay, ich verstehe. Oh, meine Fischhütten muss ich aufwerten, damit ich mehr Drachen auf einmal fischen lassen kann. 7. Okay, okay, dann muss ich wirklich warten, bis er hier seine 200 Fische hat. Krass. Oder waren es 2000? 200? 200 waren es, okay. Okay, sehe ich immer die ganzen Missionen, das ist ganz schön. Was möchte er? Besitze 3 Drachen Level 6. Ja gut, dann müssen wir die jetzt sowieso aufleveln, würde ich sagen. Ah, stopp. Ding zählt ja auch. Warte mal, wir rufen ihn kurz. Ich will ihn auch mal auf Level 6 hauen. Den brauchen wir jetzt noch öfters fürs Fischen. Kriegt er denn pro Level... Ja, er kriegt pro Level dann auch mehr. Das ist gut zu wissen. Ach so, wartet mal. Ich glaube, jetzt sehe ich das. Ich kann ihn rufen 8 Minuten lang, oder wie ist das? Aber ich könnte ihn jetzt auch eine Stunde lang suchen lassen, oder nicht? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kommt der irgendwann selber? Weil da steht ja links 5490 Fische in einer Stunde. Heißt es, der bringt jetzt wirklich eine Stunde lang die Viecher? Und dies mit den 8 Minuten heißt, ab 8 Minuten kann ich ihn nicht mehr zurückholen und muss wirklich die Stunde warten? Oder kommt denn 8 Minuten wieder? Und das links ist einfach nur ein Wert, der erst später freigespielt wird. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, das könnt ihr mir auch alles hoffentlich beantworten. Also... Weil ich will halt gerne sehen, wo ist das Element, dass ich die quasi länger etwas machen lasse. Ihr kennt es ja bei Mobile Games. Manchmal muss man im Hintergrund einfach was laufen lassen. Gut. Aber ich würde dann sagen, Leute, in der nächsten Folge werden wir die Meadehalle auf Level 3 aufleveln. Und genauso die drei Drachen auf Level 6 haben, damit wir dann Astros Haus bauen können. Und gleichzeitig, ja, hoffentlich dann irgendwann, ja gut, das wird noch dauern. Wir brauchen jetzt erstmal...
Oh Gott, ich habe den Überblick schon wieder verloren. Wir müssen hier das Zeug auf jeden Fall alles aufwerten. Holy shit. Ist echt viel, echt viel. Ich hoffe, euch hat es gefallen soweit. Könnt mir ja gerne schreiben, was ihr von der ersten Folge gehalten habt. Klar, mit dem Ton am Anfang war ein bisschen ungünstig, aber beantwortet mir doch bitte so die Fragen. Ja, was kann man jetzt im Hintergrund machen? Was passiert da und hier? Kann ich auch irgendwie ranzoomen? Oh ja, kann ich. Aber ich würde sagen, das Spiel, ich muss nochmal gucken, wann es rauskam. Ich glaube, es kam vor der Game raus. Also so würde ich auf jeden Fall Lydias Mechanik, also wenn ich jetzt die Spielweise bewerten dürfte, sehe ich da schon so sehr viel, sage ich jetzt mal, Parallelen zu den anderen Spielen, aber in der Reihenfolge, dass halt der Game danach kam, aber vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht sind sie hier nochmal ein Ding zurückgegangen auf Park Builder, aber ich glaube nicht. Ja, so ich der Marcel, bis zum nächsten Mal, ich hoffe, euch hat es gefallen, schreibt mir auch gerne von der Qualität her, ob ich irgendwas bessern soll, laut dran Sound oder nicht, also, I don't know. Bis zum nächsten Mal, so ich der Marcel, ciao.